Felix Otto. Ich arbeite als Softwarearchitekt bei der Evosoft GmbH, einer 100%igen Siemens-Tochter in Nürnberg. Und ich habe hier Mitweiter von 2007 bis 2010 Informatik studiert, als Bachelor. Und dann von 2010 bis 2012 habe ich hier an der Hochschule meinen Master gemacht in Industrial Management. In erster Linie ist der Softwarearchitekt einer, der die Projekte auf technischer Ebene vorantreibt. Man leitet Leute auf technischer Ebene an. Das heißt, man sollte auch einige Jahre in diesem Bereich technisch gearbeitet haben. Das heißt, wenn man Programmierer anleiten will, sollte man auch selber programmiert haben und auch programmieren können. Warum Mitweiter? Das ist recht einfach. Ich hatte viele Absolventen von hier gekannt und die haben mir Mitweiter empfohlen aus einem einfachen Grund. Mitweiter ist ja praxisorientiert. Und gerade in der Informatik hier in Mitweiter ist der große Vorteil, erstens mal, es ist ein sehr offenes Verhältnis zwischen den Professoren und Studenten. Das heißt, man kann aktiv mit den Professoren mitarbeiten, die kennen einen auch beim Vornamen. Das finde ich sehr schön, das finde ich ein angenehmes, familiäres Verhältnis. Und der andere Punkt ist, diese starke Praxisorientierung, es ist immer Vorlesung, Seminar und Praktikum. Damit kann man sich massive praktische Fähigkeiten, gerade in der Informatik, bei der Programmierung oder eben halt für das Projektmanagement aufbauen und diese dann sehr schnell in das Berufsleben übernehmen, was man bei Universitäten nicht hat, wo es eher stärker auf die theoretische Arbeit hinausläuft. Es gibt zwei Sachen, die mir unheimlich geholfen haben hier an der Hochschule und auch für meinen späteren Werdegang. Das, was ich den Studenten raten kann, versucht euch aktiv hier an der Hochschule etwas zu betreiben. Wir haben zum Beispiel eine Forschungsgruppe gehabt, da haben wir uns aktiv Forschung betrieben. Variante 2, die ich auch mitgemacht habe, ich habe als Werkstudent gearbeitet, weil da schnuppert man auch mal Firmenluft und dann kann man sich wesentlich besser fokussieren in sein Studium, um auch diesen späteren Werdegang zu erreichen. Und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Jetzt fragt man sich natürlich, wie lernt man die ganzen Leute kennen? Meine Empfehlung, Hochschulsport. Ich war mit Hochschulsport aktiv im Badminton über viele Jahre und habe dort mit allen, hat man sich dort zusammengetan. Da hat man die Sozialen kennengelernt, man hat die Wirtschaftswissenschaften gehabt, man hatte andere Informatiker mit dabei, die Bio-Leute waren mit dabei und natürlich auch viele von den Medien. Und alle haben sie zusammen wie eine Gemeinschaft gearbeitet und dadurch hatte man immer die Möglichkeit, auch mal so direkte Kommunikationskanäle zu haben, was ist bei euch los in den Fakultäten. Das fördert extrem die Zusammenarbeit und es erweitert die Perspektive. Man sollte nicht nur immer auf seinen Teller gucken, sondern auch über den Tellerrand hinaus.